Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Ja, ihr freut euch so sicher bestimmt schon auf diese Folge, denn sie verspricht Actionspur The Adventures of Mighty Max. Mensch, ich glaube, es ist sogar auch eine Zeichentrickvorlage oder Comicvorlage. Ich habe gerade mal so ganz kurz mal geguckt. Das scheint einer der etwas obskureren Lizenztitel zu sein. Wenn ihr da etwas mehr über die Serie oder ähnliches wisst, würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt. Und natürlich hat sich wieder eine Person dieses Spiel gewünscht, und zwar der gute Kollege von Videogames. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Sein Kanal habe ich natürlich wie immer unten verlinkt. Schaut bei ihm vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist ziemlich warm gerade momentan. Ich habe die Panda-Mütze auf, deswegen tut es mir leid, wenn ich jetzt vielleicht mich etwas kürzer halte als sonst mit dem Vorlabern. Ich würde sagen, wir steigen mal rein. Ja, keine Ahnung, was für eine Lizenz das sein soll, ehrlich gesagt. Also ich habe von der nie was gehört. Wir können drei Leute auswählen. Einmal den Mighty Max, erkennbar an dem M an der Mütze. Wie wir alle wissen, bei Mario heißt das M ja auch nicht für Mario, sondern für Mighty Mario. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ein Mädchen und einem Mädchen mit Frisur, wo man nichts sieht. Ich nehme natürlich den Jungen mit dem coolen M. Okay, Volcano. Okay. Ich bin in einem Haus mit Zaubertüren anscheinend. Okay. Abenteuer erwarten uns. Oh, okay. Ich kann schießen. Die aber nicht töten. Okay. Grafik an sich geht eigentlich in Ordnung. Okay, wir können anscheinend krabbeln. Alter, was für ein Sprung ist das ja? Also da ist Mighty. Alter, wie soll man denn da vernünftig irgendwelche Sprünge timen? Gibt's auch einen leichten Sprung oder ähnliches? Nee? Es gibt wirklich nur Springen und Schießen. Alter Falter, ey. Okay, Soundeffekte, klingt alles okay, ein bisschen leise. Aber es kann sein, dass ich es gerade nur auf dem Kopfhörer so höre. Es tut mir leid, ich muss... Ja, natürlich. Man springt hoch, aber nicht hoch genug, um diese Plattform zu erreichen. Das ist so absurd. Weil dadurch wird dieses Springen so unwirklich, weil auch diese Plattform, auf die man springen kann... Ja, so weit in der Höhe sind, dass man sie gar nicht sehen kann. Okay, man kann natürlich nicht hochschießen. Deswegen kann ich da quasi nur sterben. Oh, was für eine Geschwindigkeit man springt. Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es definitiv nicht. Oh. Also, Plattformer schön und gut. Auf die Grafik kann man sich einlassen. Das ist vielleicht nicht das Beste. Man kann nicht hochspringen, um dann gezielt diese Vögel zu treffen. Es geht einfach nicht. Weil, was sehe ich denn? Ach, wenn ich nur ganz kurz drauf tippe, dann springt er auch nur ganz wenig. Okay. Das heißt, es gibt so eine Art zwei... Da komme ich trotzdem nicht hoch. Zwei Stufensprung. Jetzt falle ich wieder runter. Ich sehe schon... Ich werde definitiv nicht weit kommen. Aber dieser Sprung. Ich sterbe hier andauernd, weil irgendwie man springt viel zu hoch. Okay. Jetzt habe ich einen Beschützer. Macht vielleicht irgendwie Sinn, wenn man die Serie kennt. Es ist alles viel zu kleinteilig irgendwie. Also wenn alles so ein bisschen mehr reingezoomt wäre, was natürlich entsprechend alles aufgelegt. Also man kann hochspringen, aber irgendwie nicht weit. Kann ich irgendwie laufen? Dass ich es irgendwie kombinieren kann? Ach, kann ich links und rechts gucken? Okay, immerhin haben sie kapiert, dass das vielleicht alles etwas zu schnell von der Bühne geht. Okay. Das Springen macht einfach keinen Spaß. Man kann es einfach nicht auch nur ansatzweise abschätzen. Ja, das ist wirklich
das Hauptproblem, wenn ich jetzt bedenke, dass ich ein ganzes Spiel... Man kann sich ja an vieles gewöhnen, aber ich glaube daran nicht. Schade, dass man beim Plattformer das Springen verkackt. Das merkt man halt sofort. Es fühlt sich halt alles irgendwie so schwammig an. Ja, ich glaube, schwammig ist so das Richtige. Aber durch dieses Sprunggefühl kann ich irgendwie nach unten? Nee. Also eine Ebene nach unten sich fallen lassen, wie in anderen Spielen, geht anscheinend nicht. Hm. Wie komme ich da unten hin? Ach, wahrscheinlich hier so. Genau. Okay, Level-Architektur ist auch eher, ich sag mal, von der verwirrenden Sorte. Ist alles nicht so eindeutig. Ich glaube, hier bin ich auch gestartet, oder? Okay. Diese Vögel, ne? War man ja nicht nach... Jetzt muss ich wieder den... Ruhig, Panda. Ist es warm? Nicht, dass ich noch einen Hitzschlag kriege. Also ich muss jetzt den ganzen Weg zurück, weil ich jetzt... Man kann es natürlich nicht fallen lassen, aber man kann natürlich zu hoch springen. Und das hoch... Guter Wunsch, mein lieber Videogames. Guter Wunsch. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ich weiß, ich bin jetzt selber doof. Ich weiß. Ja? Aber ich muss da unten lang. Okay, ich muss wahrscheinlich Gegner erledigen. Ich darf sie nicht umspringen. Aber wieso geben sie mir denn diese Option des Umspringens? Und dann ist das so... Da kann ich nicht durchspringen. Wieso kann ich da nicht durchspringen, aber da jetzt direkt drüber schon? Warum? Mann. Okay. Nee. Oh, immerhin schöne Game-Over-Art haben sie. Aber ich habe einfach keine Lust. Ich habe einfach keine Lust. Nee. Tut mir leid, nee. So viel will ich mich jetzt heute auch nicht quälen. Trotzdem, vielen Dank für den Wunsch, lieber Videogames. Und vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Habt noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.